Heute ist der Tag vom Staatsexamen. Wenn ich es jetzt nicht schaffen würde, das wäre ein großer Einschnitt für mich. Und da ist man hingekommen, man hat da seinen Brief abgegeben und dann hat man eben seine Prüfungsunterlagen bekommen. Dann war mein Platz hier. Hallo, ich bin Selina. Ich studiere im 5. Semester an der Universität in Bamberg Realschullehramt. In Kürze schreibe ich mein Staatsexamen und gleichzeitig halte ich auch noch Stunden an einer Realschule im Rahmen meines Praktikums. Boah, Aufregung steigt langsam, würde ich sagen. Aber ich denke, heute, wenn dann das Adrenalin noch so ein bisschen dazu kommt, ich denke, dann sollte das hoffentlich funktionieren. Aber natürlich könnte auch im blödesten Fall so laufen, dass ich dann eben Schwerpunkte drankommen, auf die ich jetzt nicht meinen Fokus beim Lernen gesetzt habe. Ach ja. Und der Brief, der ist wichtig. Ja, der Brief ist wichtig. Also Brief, Ausweis, ein Stift, passt doch alles. Was ist da jetzt mit drin? Eine Taschentücher wäre ganz gut. Ach Gott. Ganz ehrlich, lieber ein paar Minuten zu früh als zu spät. Das wird schon. Ganz ehrlich, wir haben so viel gelernt. Ach ja. Also nach dem Abitur habe ich angefangen, den Schulalltag so ein bisschen zu vermissen. Ich mag die Schulgemeinschaft. Ich habe mich in der Schule immer extrem wohl gefühlt. Ich habe mich auch mit meinen Lehrern meistens gut verstanden. Und hatte da dann Spaß dran und ich habe gedacht, warum probieren wir es nicht einfach mal aus? Und ja, guten Morgen. Guten Morgen. So ist das schon. Hi, hi. Hallo. Man ist schon sehr aufgeregt, ja. Und jetzt hat man das Gefühl, man hat irgendwie nichts mehr so im Kopf. Wir gehen jetzt zur Tür rein und dann geht es eigentlich in ein Stockwerk nach oben, eben durch zwei Treppen durch. Und dann gehen wir auch schon in den Prüfungssaal rein. Hallo! Dass man einfach mit einer gewissen Kreativität daran gehen muss, dass man sich immer wieder neu überlegt, was möchte ich den Kindern vermitteln, wie möchte ich es den Kindern vermitteln und was möchte ich beibringen. Angehende Kolleginnen und Kollegen sind, wissen, wie sie Unterricht vorbereiten. Ich habe Ihnen ja schon ganz viel digitalen Input gegeben, was Sie machen können. Und heute habe ich mal ein bisschen was Analoges dabei. Ich weiß nicht, ob Sie diese Pop-Up-Bücher kennen. Die gibt es für London, für New York. Und die können Sie sich jetzt gerne mal kurz anschauen. Voller Freude, die jetzt sind. Und bei Schülerinnen und Schülern wird das sicher ähnlich sein. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, also jetzt im Praktikum habe ich so ein bisschen Erfahrungen darin gesammelt, aber insgesamt ist das natürlich jetzt auch noch recht neu für mich. Die Klasse ist eine besondere Herausforderung, weil sie eben, ja, es ist eine 9. Klasse, also stecken mitten in der Pubertät und es ist eine reine Jungsklasse. Kommt ihr rein? Man steht dann da vorne und man ist aufgeregt, man zittert, man ja, möchte, dass alles gut läuft. Also zunächst mal ist mir wichtig, einfach, dass sie sicher vor der Klasse steht, dass man auch so im zeitlichen Rahmen bleibt. Und mir ist es vor allem ganz wichtig, dass die Schüler aktiviert werden und dass sie eine hohe Student-Talking-Time haben. So, can you stand up, please? Good morning, class. Morning. Sit down, please. Hier kriegen Sie dann erstmal eine Instruction, wo Sie dann halt wissen, was Sie zu tun haben. Gerade beim Blätter austeilen und so habe ich schon gemerkt, dass meine Hände gut zittrig waren. Does everybody have a text? You get together with all of the pupils that have the same text as you do. So if you have text A, you go around in the class and you find all of the other students that have text A.
hätte ich die Blätter eben farbig machen können, zum Beispiel, dass die schon von Anfang an gewusst hätten, wer zu welcher Gruppe zusammengehört. Okay, Group A meets here, please. Group B meets here, E meets there, and Group F meets there. You read your part of the text and may mark for yourself the most important information. You've got about 5 minutes for that. We have to look a little bit at the time. Finish your reading. You need to stand up and talk to each other. Man schreibt sich ja vor dieser Lehrprobenstunde so eine Strukturskizze und da habe ich ja auch meine genauen Zeitangaben drauf, wie viel Zeit ich für was brauche. Okay, 5 minutes to talk about it. Try to talk in English, please. I just write down the words, like yeah. Kiwi bird is the national symbol, and then I just put curry trees. Das Zeitmanagement in meiner Lehrprobenstunde war sehr, sehr optimistisch gerechnet. Durch die eben sehr fortgeschrittene Zeit war es dann eben so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt spontan reagieren. Okay, write down your last bullet point. Can you repeat it? Talk about the last information. Ich habe auch gemerkt, dass die dann nicht komplett fertig wurden in der Gruppenarbeit, aber sie haben trotzdem super mitgearbeitet. Please, all of you, open your iPads and take the code. Who are the indigenous people of New Zealand? What cultural dance is important for the identity of New Zealand? It's the haka dance, exactly. First place, Sebastian. Congratulations. This was it for this lesson. Thank you very much. Wir gehen jetzt zur Besprechung. Genau. Wir gehen jetzt zur Besprechung. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ich denke, insgesamt waren sie zufrieden. Habe ich auch an den Gesichtsausdrücken währenddessen schon gemerkt und so. Ich denke, generell wird das Zeitmanagement eine Rolle spielen, dass es einfach insgesamt vielleicht ein bisschen viel Stoff für ein bisschen wenig Zeit war. Es war sehr ruhig für eine Gruppenarbeitsphase, das ist doch eher außergewöhnlich. Um es für Sie so ein bisschen leichter zu machen, hätte ich wahrscheinlich genau benannt, wo sich die Gruppe A trifft, wo sich die Gruppe B trifft. Weil dann hätten die schon gewusst, okay, wir sitzen alle an dem Tisch, das ist meine Gruppe. Und was schade ist, dass in den Gruppen relativ wenig gesprochen wurde, was sicherlich der Situation gerade geschuldet war. Wo man vielleicht sagt, okay, vielleicht so ein paar Gesprächsimpulse, die man hätte geben können. Dass man noch mal genau fragt, okay, was habt ihr euch aufgeschrieben, worum ging es? Es waren jetzt nur so Kleinigkeiten, an denen man noch arbeiten kann. Aber ich freue mich einfach wahnsinnig, wie sie sich weiterentwickelt haben. Dankeschön. Ja. Das freut mich sehr. Also wirklich sehr, sehr runde Stunde. Schön vorbereitet, viel Liebe zum Detail. Dankeschön. Die machst du wieder. Die mache ich wieder. Ja. Als ich damals das Studium begonnen habe, war es für mich erstmal schon eine ganz schöne Umstellung. Ich finde, man musste erstmal das Lernen komplett neu lernen, weil es eben Stoffmengen sind, die man sich in der Schule nicht vorstellen kann. Ich treffe mich jetzt mit zwei Freundinnen von mir. Einmal die Woche treffen wir uns eben, um zusammen zu lernen. Hallo! So. Und zwar habe ich eine Parallele gezogen. Wir sollen ja auch immer vernetzen und verknüpfen und bla.
und die epochaltypischen Schlüsselprobleme. Ne? Dann haben wir jetzt quasi noch Unterrichtsqualität. Da kann man schon mit dran machen. Ich glaube, es kommt halt darauf an, wie die Frage gestellt ist. Ne? Es gab schon Fragen, da wurde genau ein Modell abgefragt. Es gab aber auch schon Fragen, da konnte man sich, glaube ich, selber dann eins aussuchen. Also es sind halt sehr offen gestellte Fragen und der Anspruch ist, dass man im Grunde eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Also das fällt uns, glaube ich, allen noch am schwersten, dass man sich Autoren und Quellen merken soll und das auswendig dann aufs Blatt bringen soll. Ich könnte mir nicht jetzt schon alle Konzepte merken, dass ich sie dann auch auf Abruf habe. Also ich denke, da wird die letzte Woche noch mal vorher sehr viel auswendig lernen. Als dann eben kurz vor 8 war, wurden dann die Prüfungsbögen verteilt und dann ging es dann um 8 los. Naja, als ich durch den Raum geguckt habe, da sieht man dann halt einfach so die ganzen Kommilitonen, die auch am Schreiben sind, die am Überlegen sind, die vielleicht auch mal was trinken oder so. Also hauptsächlich rauchende Köpfe und man ist dann so ein bisschen im Flow und dann schaut man auf die Uhr und dann merkt man, da muss man jetzt trotzdem dann wieder ein bisschen schneller arbeiten, weil man muss ja noch die anderen Aufgaben bearbeiten. Das ging mir gerade so nach der Beantwortung der ersten Aufgabe so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt musst du aber dann trotzdem dich ein bisschen ranhalten. Fertig. Ach ja, war schon anstrengend so insgesamt. Ich realisiere es noch gar nicht, dass es jetzt vorbei ist und dass man jetzt irgendwie nicht den restlichen Tag wieder mit Lernen verbringen muss. So. Also ich denke schon, dass ich bestanden habe. Wie gut oder wie schlecht, das muss man dann sehen. Aber meine Hand tut weh, sehr viel geschrieben. Ja. Wie viele Seiten? 18 Seiten. Kann noch gar nicht so ganz reden. Oh Gott. Bei mir steht jetzt ungefähr in 1,5 Jahren noch der zweite Teil des ersten Staatsexamens an, wo ich eben Prüfungen nochmal in Englisch und in Schulpsychologie bei mir habe. Das ist dann bei jedem aber je nach der Fächerkombination, die derjenige dann hat. Und genau danach kann man dann eben ins Referendariat eintreten und am Ende des Referendariats findet dann das zweite Staatsexamen statt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ein Berufseinstieg nach dem Realschullehramtsstudium aussieht, klickt hier. Und alle weiteren Alpha-Uni-Filme zum Thema Schule und Lehramt findet ihr hier.